Hallo und Servus zusammen, ich bin's wieder, der Drewman vom Ultra Mega Chicken Squad, und heute stelle ich euch diese Spetner Arms Edge 2.0 H22 vor. Ich weiß, es ist ein sehr, sehr langer Name und vor allem sehr kompliziert, aber wie es damit am Feld war, das seht ihr jetzt. Schaut links vorbei! Dieses gute Stück hat mit ausgefahrenem Stock eine Länge von 98 mm, also der Stock ist gerade nicht ganz ausgefahren, und mit eingefahrenem Stock eine Länge von ca. 810 mm. Das ganze Teil hier gibt es in verschiedenen Modellen, aber alles basierend auf der gleichen Basis. Da gibt es unter anderem, habe ich gesehen, ein M16 angelehntes Modell, HK416 angelehntes Modell. Für die Leute, die es von dem Internal Set gut finden, wäre das dann eben die nächste Station, sage ich mal. Wiegen tut das ganze Stück hier ca. 3,2 Kilogramm und hat laut Hersteller etwa 1,4 Joule. Wir haben es nachgekrönt, das seht ihr später. Und standardmäßig wurde als Stecker für den Akku ein DIN-T-Stecker verbaut. Kommen wir jetzt zum Lieferumfang. Beiliegend sind zwei MidCap-Magazine, die hervorragend für die Airsoft passen. Jeweils haben sie eine Kapazität von 120 BBs, also sprich 120 Schuss, geht ein bisschen was rein, kann man nicht meckern. Dann haben wir keinen Speedloader, aber dafür haben wir auch keinen Reinigungsstab. Stattdessen kriegen wir ein Poster und einen Sticker. Noch mit dabei sind eine M90-Feder, zumindest in unserem Falle, noch ein Adapter, damit ihr von DIN-T auf Mini-Tamiya-Stecker wechseln könnt, gegebenenfalls, und noch eine Anleitung. Das war's, mehr liegt nicht dabei. Weiter geht's mit dem Lauf. Der Lauf wurde aus Messing gefertigt, hat einen Innendurchmesser von 6,03 mm und eine Lauflänge von ca. 380 mm. Das Hop-Up ist stufenlos einstellbar und ist richtig schön blau von der Farbe her. Die Gearbox ist eine V2-Box, welche bis zu M140 Federn aufnehmen kann und fassen kann, ohne dass es da irgendwelche Probleme gibt. Nozzle haben wir auch verbaut, nämlich aus Aluminium mit einem O-Ring. Zylinderhead hat zwei O-Ringe, allerdings auch aus Aluminium. Der Piston ist aus Kunststoff mit Stahlzähnen. Der Pistonhead ist aus Aluminium mit zwei O-Ringen auch wieder. Die Gears sind logischerweise aus Stahl oder glücklicherweise, je nachdem. Ein Trigger, den haben wir auch, der ist nämlich hier unten. MOSFET ist auch verbaut worden, beziehungsweise ein Chip, nämlich das Gate Aster. Und wir haben auch ein Federschnellwechselsystem verbaut, das ist hier hinten drin. Optisch ist es halt standardmäßig eine M4, haben wir schon oft gesehen, hat jeder schon oft gesehen, hat wahrscheinlich jeder schon mit der Hand gehabt. Ist jetzt nicht wirklich was großartig Besonderes. Auch die Verarbeitung passt eigentlich hier in den Zwischenräumen, ist ab und zu ein bisschen gerad, aber da sage ich mal, da kann man drüber hinwegsehen. Wer bohrt denn hier schon dazwischen rum, außer er sucht es? Ich natürlich, aber sonst niemand wahrscheinlich. Hier vorne haben wir noch ein paar Markings, hier ist zum Beispiel das Spetner Arms, richtig schön eingeprägt, und hier drüben ist dann noch ein Aufkleber mit der Seriennummer sowie ein anderer Aufkleber mit dem QR-Code und den verschiedenen Daten dazu. Alles in allem kriegt ihr da ja 8 Punkte, weil sie gut aussieht, gut verarbeitet ist, aber halt wieder nichts Besonderes ist. So, jetzt kommen wir mal zu den ganzen Funktionsteilen, die dieser Kniff dir zu bieten hat. Wir ziehen es mal eben hier oben an. Dann seht ihr, da klappt jetzt das Cover nach unten und das Blech hier geht zurück. Dann kommt ihr hier an die Hop-Up-Unit dran. Die ist hier, wo mein Finger ungefähr ist. Dann könnt ihr die ein bisschen einstellen. Das Problem ist, wenn ihr Handschuhe anhabt am Feld, dann tut euch das ziemlich schwer. Deswegen solltet ihr das vor dem Spielen einstellen unbedingt. Ist nämlich sonst ein bisschen unpraktisch. Ansonsten klappt dieses Blech hier wunderbar wieder hoch und rastet wunderbar ein. Und wenn ihr dann auf dieser Seite hier bei mir, das zeige ich euch gleich, zum Knöpfchen drückt, dann schießt dieses Schutzblech hier wieder nach vorne. Also der Hülsenauswurf quasi. Da ist hier dieser Knopf, den drückt er und dann schießt es nach vorne.
Dann kommen wir jetzt zum Stock. Der Stock hat mehrere Stufen, die ihr einstellen könnt. So ist quasi komplett eingefahren, so ist komplett ausgefahren und dann gibt es hier noch ein paar Zwischenstufen. Und damit ihr immer wisst, welche Stufe ihr eingestellt habt, haben die freundlicherweise hier oben so ein kleines Schaufenster reingemacht, wo ihr dann so reingucken könnt, so hey, wo bin ich? Ja, ist nur blöd, wenn man dann keine Zahlen oder Markierungen anbringt. Also ihr wisst gar nicht, auf welcher Stufe ihr dann immer seid. Dann geht vielleicht hin, markiert euch das irgendwie und dann wisst ihr ja, wo ihr es einstellen müsst. Ansonsten ist diese Airsoft nur für Rechtshänder gedacht oder bedienbar, besser gesagt, oder besser bedienbar, denn wir haben eine einseitige Bedienung, sage ich mal. Hier ist kein Feuerwehrhebel, dafür ist hier der Magazinauswurf. Magazinauswurf, ja. Ja. Der Mercury ist quasi. Und hier drüben ist dann eben der Feuerwehrhebel, der ist hier. Der lässt sich wunderbar leicht versteuern, da wackelt nichts und es rastet alles wunderbar ein. Hier unten ist eben der Trigger. Wer hätte es gedacht, dass der Trigger da ist, wo bei jeder anderen ist, auf der Trigger auch ist. Ja, der hat einen relativ schönen Abzugsweg, denn den könnt ihr euch selber einstellen, wie es sein soll. Das Ganze liegt nämlich am Gate Aster. Da könnt ihr das per Software dann programmieren, wie ihr das haben wollt, und dann passt das alles wunderbar. Sie kriegt für diese ganzen tollen Funktionen und Möglichkeiten und Einstellsachen 8 Punkte von uns. So, weiter geht's mit der Kompatibilität. Ein Wort, welches ich nie aussprechen werden kann, werde, keine Ahnung. Legen wir mal los mit dem Originalmagazin vom Hersteller. Das ist eben dieses Micke-Magazin 120 Schuss. Das tun wir hier rein. Braucht ein bisschen, bis es einhakt, aber dann hält es wunderbar und wackelt quasi gar nicht. Sehr gut ist, es feedert wunderbar, wie eigentlich alle Magazine, die hier stehen. Kann man überhaupt nicht sich beschweren. Mein absoluter Favorit neben dem hier ist das Lonex Midcap Magazin. Das geht da rein, das fittet perfekt, fittet wunderbar und wackelt quasi überhaupt nicht. Das ist auch sehr angenehm. Und optisch ein absoluter Hingucker und passt auch sehr gut, ist eben so ein Waffelmagazin. Das sieht einfach wunderschön aus, es passt und es fittet. Das ist eine sehr nice Sache, da freut man sich. Und hier drüben sind die Magazine, sage ich mal, die weniger passen, die aber auch immer noch funktionieren. Zum Beispiel dieses G&G Midcap Magazin geht ein bisschen strenger rein, wackelt ein bisschen mehr und irgendwann kann man es auch rauswackeln, wenn man genug dran wackelt. Aber es feedet wunderbar und das braucht einfach einen Vorführeffekt, das hatte ich vorher noch nie. Dann dieses Crytek Midcap Magazin geht sehr streng rein, feedet dafür aber danach umso besser, umso stärker es drin sitzt, umso besser geht es in dem Fall. Naja, kann man hernehmen, würde ich jetzt aber so nicht empfehlen. Und dann ist eben hier noch ein E&C Midcap Magazin. Es geht auch sehr streng rein, wackelt überhaupt nicht, aber feedet eben auch wunderbar. Was euch auffällt, wir haben hier gar keine Highcap Magazine dastehen, was wir sonst normalerweise haben. Das liegt daran, das eine Highcap Magazin ging gar nicht rein. Das wollte nicht in den Schacht rein, keiner weiß warum. Und das andere ist einfach mal mittendrin rausgefallen und das nicht nur einmal. Daher haben wir leider nur diese Midcap Magazine. So, weiter geht's mit den Akkus, denn die müssen wir auch reintun, um spielen zu können. Dazu müssen wir hier unten erstmal das Ding hier runterziehen, dass wir den Stock, den Schaft da runterziehen können. Dann haben wir hinten das Kabel. Dann kommt jetzt theoretisch der Akku hier hinten rein. Das heißt, wir brauchen einen verhältnismäßig dünnen Akku, beziehungsweise wir brauchen einen Single Stick. Wir haben jetzt leider keinen da, der da reinpasst, deswegen zeige ich es euch jetzt mit diesem Triple Stick. Ich werde den nicht da reinquetschen, keine Angst, aber da passieren coole Sachen, wenn man das Ding hier ansteckt. Wir stecken das hier an. Und jetzt hat das ganze System hochgefahren und jetzt können wir quasi spielen. Dann steckt das Ganze wieder aus. Und ihr versucht es, wenn ihr keine schmierigen Finger habt, und könnt es da abbauen. Jedenfalls, wenn ihr einen Akku wollt und braucht zum Spielen, schaut beim Airsoft-Händler eures Vertrauens und organisiert euch den einfach. Sie kriegt ja leider nur 7 Punkte. Das Problem mit dem Akku ist nämlich schon schwerwiegend in dem Fall. Damit kommen wir jetzt schon zum Handling. Naja, was soll ich sagen? Kommen wir mal zur Gewichtsverteilung. Es ist irgendwie merkwürdig. Das ganze Gewicht ist hier in der Mitte. Also man merkt richtig, wie es einen hier runterdrückt. Das hier vorne merkt er gar nicht, das ist relativ dünnes Alu. Da hinten brauche ich sowieso nichts sagen, das merkt er auch nicht. Also im Endeffekt drückt alles hier hin. Es ist geil, dass es so gut gebalanced ist, dass quasi alles in der Mitte ist. Das ist eigentlich ziemlich cool, aber es fühlt sich dadurch
komisch an, wenn man es vergleicht mit anderen Airsofts, wo das Gewicht eigentlich so gleichermäßig irgendwie verteilt ist und hier vorne dann auch noch ein bisschen Gewicht ist, ist es ganz anders, das ganze Teil hier zu spielen. Aber nicht verkehrt, nur viel anders und ein bisschen komisch. Der Griff hier unten ist ergonomisch. Hier seht ihr vielleicht diese kleine Ablagefläche für den Finger. Sehr angenehm, ist auch gut verarbeitet. Ist einfach geil. Es ist einfach mega angenehm. Naja, auch sonst kann man da nicht irgendwie meckern. Handlingstechnisch kann man, ja, ist einfach nicht CQB geeignet. Sie ist zu lang, wie ihr vielleicht seht. Man kann es benutzen. Ob man es tun sollte, weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich wieder situationsabhängig, aber definitiv keine Airsoft, wenn ihr nur CQB spielen wollt. Sie kriegt da ja auch Punkte, was aber eh wirklich ziemlich gut ist. Wir haben die Airsoft für mich nachgekront und wir sind auf etwa 1,9 Joule gekommen. Also genau gesagt 1,95 plus minus minimalste Abweichungen. Wirklich sehr konstant das ganze Gerät. Laut Hersteller soll sie eigentlich 1,4 Joule haben. Wir haben sie auf der Bierson an einem Stand gekauft. Vielleicht haben die da was anderes angebaut. Weiß man nicht. Muss eigentlich fast der Fall sein, denn sonst hätten wir nicht solche Joule-Werte. Aber sie ist wirklich sehr konstant und es ist wirklich sehr lobenswert. Da kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Ein Problem haben wir allerdings festgestellt. Sie ist vielleicht konstant, aber sie hat ein Problem, die Kugeln gleichmäßig zu hoppen. Jeder zweite Schuss war ein bisschen anders wie der vorherige. Das ist natürlich ein Problem, kann allerdings auch daran liegen, dass das Hop-Up noch nicht eingeschossen ist. Vielleicht ist das der Grund. Da müssen wir vielleicht das ganze bisschen im Auge behalten. Wenn wir euch sagen können, dass es besser geworden ist, dann schauen wir es vielleicht sogar irgendwie unter das Video. Sehen wir dann. Die Reichweite ist allerdings auch wieder sehr gut. Da kann man auch wieder nicht meckern. Das einzige Problem ist eben nur, dass sie nicht konstant ist in der Hinsicht. Sie kriegt daher 7 Punkte von. Und somit sind wir jetzt am Ende des Videos angelangt und eben auch beim Fazit. Für ca. 370 Euro, der Preis ist ein bisschen abweichend, kriegt ihr wirklich eine sehr gute Airsoft. In dem Fall haben wir jetzt eben ein kleines Problem gehabt mit dem Hop-Up. Vielleicht wird es von alleine besser, ansonsten müsst ihr einfach mal nachschauen, was da los ist oder eben in die Werkstatt schicken. Jedenfalls sollte es kein großes Problem sein. Insgesamt kriegt sie 7,6 Punkte von 10 möglichen und schneidet damit wirklich sehr gut ab. Da kann man überhaupt nicht meckern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da, folgt uns auf YouTube, Instagram, was haben wir noch? Das war's. Facebook haben wir noch. Wir freuen uns auf jeden Fall und vielleicht sehen wir uns nicht mal im Feld. Macht's gut und bis dann. Ciao. Are you listening? Damn.